Hallo Leute, weiter geht's mit Let's Play Mafia. Wow, Bro, hey. Pass auf, aus dem Weg! Auf zu Lukas Bazaun. Dazu nehmen wir den Tunnel. Den Giuliano-Tunnel, glaube ich, oder wie der heißt, auch immer. Ist auch egal. Wir nehmen auf jeden Fall den Tunnel. Und danach die Bridge. Ich fahre geschwind zu ihm hin. So schnell wie es überhaupt möglich ist. Aber langsam genug. Damit die Bullen mich nicht erwischen. Seht ihr, da hat mich schon einer erwischt. Aber egal, das waren noch Fußgänger, also kann ich dann ruhig umgehen. Und da ist ein wichtiger Bulle. Fuck. Der hat mich nicht gesehen. Ha, dieser Trottel. So, Lukas Bazaun, ich glaube, der Typ, der mein Auto repariert hat. Das ist gut. Gut, nicht repariert, repariert. Das Auto von Mr. Lindenberg, oder wie der heißt. Martin. Eine rote Ampel überfahren, wollt ihr mich verarschen? Strafe zahlen, Strafe zahlen, schon wieder Strafe zahlen. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Ja, okay. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. 10.000. What? Ist ja Wucherpreise. So, wir sind angekommen bei Lukas Bazauni. Hallo, ist jemand zu Hause? Hey Tommy, ich bin hier. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Das war großartig. Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Jetzt bin ich auch ein Boss. Mit Boscaro und Bosnaro. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay, ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz, hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze, ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Wir sehen uns.
Okay, Lukas, jetzt soll ich erstmal den Lassi da stehlen. Dazu nehme ich mal eine coole alte Karre. Oh, da muss ich aber wieder weit fahren. What? Alter, hast du mal schon gehabt. Musik wieder den ganzen Weg. Zurückfahren. Irgendwie komme ich nicht, also ich krieg kein PS mehr. Ich stehe auf 30. Es geht nicht weiter hoch. Jetzt aber. Ich habe anscheinend herausgefunden, wie man das, die Geschwindigkeit trimmen kann. Kann ich das so sagen? Trimmen? Ich glaube, das ist nur bei Flugzeugen so. Keine Ahnung. Egal. Halb so wild. Da steht das Baby. Mit. Ich steig mal eben aus. Ach, der Kopf. Das ist nicht gut. Ich sollte achten, ob er richtig geparkt ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Scheiße, der Kopf, ey. Ja, Officer, schönen guten Morgen. Ja. Und da ist er. Und zurück zu Salieri's Bar. Klar, wieso nicht? Mit der Bosskarre und Bossknarre. Boah, das ist eine richtige Bosskarre. Wow! Da ist nichts passiert. Nichts passiert. Ach, auch nichts passiert. Lieber Kratzer. What? Auch noch ein paar kleine Kratzer. Sonst nichts Ernstes. Wie viel PS hat die Karre wohl ordentlich drauf? Die geht auch sehr gut ab. Die geht auf jeden Fall ab. Ab, 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 ab. Super. So, dann nehmen hier rein. Gleich bin ich da. Das ist klar. Ja. Und da bin ich, Salieri's Bar, und das ist ein Bulle.
sollte befördert werden, verdammt. Ups. Wie auch immer, hey. Und so kam ich zu neuen Freunden und meinem ersten Luxusschlitten. War gar nicht so übel, ein Gangster zu sein. Bah, ich bin so ein Gangster, yo way.